Hallo und herzlich willkommen hier auf diesem YouTube-Kanal, wo wir uns rund um das Thema Datenschutz unterhalten wollen, wo wir uns mit dem Thema Datenschutz beschäftigen wollen. Natürlich mache ich das diese Woche auch wieder nicht alleine, sondern mit dem Anwalt, dem ich vertraue, nämlich Michael. Hallo Michael, wie geht es dir? Hallo Marc, danke fürs Vertrauen, für die Lorbeeren. Du wirst schon sehen, was du davon hast. Ja. Ja, ich freue mich auch wieder, ein gemeinsames Video mit dir aufnehmen zu können. Heute mal nicht ein spezielles Tool, sondern wir blicken heute mal ein bisschen hinter die Kulissen. Genau, wir haben uns im Vorfeld überlegt, wir wollen mal hier ein Video rund um unseren Kriterienkatalog machen. Wenn wir uns also eine Software gemeinsam anschauen, also in der Regel macht das zuerst jeder einmal von uns getrennt, dass wir uns diese Software dann anschauen und dann schauen wir dann eben gemeinsam nochmal über die Software und dann fangen wir an, das Video aufzuzeichnen. Und genau, was wir uns denn da anschauen und wie wir da zu dem einen oder anderen Thema kommen und wie das Ganze auch in Zukunft weitergehen soll, genau das schauen wir uns jetzt hier einmal an. Dazu habe ich eine kleine Präsentation vorbereitet, wo wir jetzt quasi mal gemeinsam über das Ganze Thema drüber gehen können. Und wir fangen erst einmal nochmal damit an, dass wir uns selber hier vielleicht ganz kurz vorstellen, wer wir sind, was wir denn so machen. Und dazu haben wir hier diese Folie. Michael, außer dass wir dich jetzt hier in groß sehen, was machst denn du noch so? Ja, was mache ich so? Ich bin, wie gesagt, Rechtsanwalt und beschäftige mich ganz viel mit den Bereichen E-Commerce, IT und Datenschutzrecht. Damit ist der Weg auch schon vorgezeichnet sozusagen. Genau wie du bin ich auch ab und an als Videotrainer für LinkedIn Learning unterwegs und ja, auch in gleichen Bereichen, auch E-Commerce, Datenschutzrecht etc., alles, was damit so zu tun hat. Und aus diesem Grund haben wir uns dann ja auch irgendwann überlegt, schauen wir uns noch mal ein paar Datenschutztools an auf und stellen das Ganze online mit YouTube. Genau, und dazu muss man direkt sagen, dass dir quasi die initialen Lorbeeren gebühren, weil du bist auf mich zugekommen und du hast mir diese Idee unterbreitet. Ich war dann in der Tat direkt begeistert und dann haben wir letztendlich damit angefangen. Und dazu will ich dann vielleicht auch ganz kurz nochmal etwas zu mir sagen. Ich bin selbstständiger IT- und Kommunikationstrainer. Ähnlich wie du bin ich Videotrainer für LinkedIn Learning. Ich bin Berater und Coach rund um das Thema Kommunikation, aber eben auch Trainer und Berater rund um das Thema E-Commerce, Datenschutz, Grundverordnung und natürlich IT-Sicherheit. Den einen oder anderen Kunden bearbeiten wir ja auch gemeinsam. Du von der juristischen Seite, ich von der eher technischen Seite aus. Ganz genau. Fangen wir mal direkt mit dem Disclaimer an. Das ist ja grundsätzlich ein juristisches Thema, also damit ganz klar dein Job. Werden wir eigentlich bezahlt für das, was wir hier machen? Leider nein, leider gar nicht. Nein, um es ganz klar zu sagen, nein, wollen wir auch nicht, haben wir von Anfang an, obwohl es die ein oder andere ja, Avance in diese Richtung gab, so nenne ich es mal, haben wir es von vornherein gesagt, für uns ganz klar entschieden, wir möchten auch gar nichts, selbst wenn man uns irgendwas anbieten sollte, wir möchten keine Gegenleistung für die Tests, die wir haben, wir wollen kein Geld, keine sonstigen Sachwerte, gar nichts. Das Einzige, was wir, womit wir uns quasi an die Hersteller jetzt gewendet haben, ist mit der Bitte dann doch ihr Tool nutzen zu dürfen für so einen Test, das auch im Video zeigen zu dürfen. Und für den Zeitraum dieses Tests haben wir uns eine Testversion erbeten. Man muss dazu sagen, das ist jetzt gar nicht so der Super-Goodie für uns, sondern das besteht diese Möglichkeit, sich eine kostenfreie Testversion anzuschauen, besteht ja in den allermeisten Fällen ohnehin. Was wir dann gemacht haben oder was wir dann bekommen haben, wenn es funktionseingeschränkte Testversionen gab, dass die dann netterweise für unseren Testzeitraum erweitert wurde. Aber ansonsten gab es im Grunde keine Extrawurst für uns, sondern wir haben uns halt eine Testversion angeschaut und das okay geholt und alles andere ja, kam weder für uns in Frage noch für die allermeisten Hersteller. Genau, was uns halt grundsätzlich wichtig ist, ist, dass man jetzt eine nicht komplett eingeschränkte Version hat, weil dann können wir sie auch nicht wirklich gut begutachten. Und was ich ehrlich gesagt auch nicht haben möchte, weil es einfach sehr, sehr unschön ist. Es gibt einige Anbieter, da sieht man dann quasi ständig links oben in roter Schrift, am besten Fall auch noch blinkend, dass es sich hierbei um eine Testversion handelt. Das möchten wir in der Tat nicht für unsere Videos haben. Also da müssen die Hersteller uns dann schon entgegenkommen und müssen uns dann eine Testversion für die Videoaufzeichnung und die Vorbereitung zur Verfügung stellen.
Und auch das sei dann nochmal erwähnt, du hast es gerade schon gesagt, ich will es nochmal explizit sagen, wir bekommen dann auch keine Dauerleihgabe von einem derartigen Produkt, wie das bei manch anderem dann auf YouTube der Fall ist, so unter dem Motto, man hat es mir ja nicht geschenkt, aber ich kann es für ganz, ganz lange Zeit kostenlos benutzen für irgendwelche Projekte oder so. Auch das ist hier nicht der Fall, sondern ist wirklich nur eine Testversion. Komisch, es wollte niemand wiederhaben, es hat sich niemand gemeldet. Ne? So ja. Ist es bei uns in der Tat nicht. Die Accounts, sagen wir bei den Cloud-Lösungen ist es ja ganz einfach, die Test-Accounts werden dann einfach deaktiviert und bei den Lokalinstallationen ist das auch zeitlich begrenzt und insofern stand auch von vornherein überhaupt nicht die Intention unsererseits jetzt irgendwie kostenfreie Versionen einzusacken, sondern es ging uns um den Test und das läuft ja bislang auch ganz gut und die Hersteller sehen das im Grunde auch ganz genauso. Genau. Und naja, ein ganz essentieller Teil der DSGVO ist natürlich das Thema Dokumentation. Wer schreibt, der bleibt. Im Zweifelsfall bleibt er auch in seinem Job und bekommt nicht irgendwie ein unangenehmes Schreiben von irgendjemandem. Und da geht es halt letztendlich darum, dass wir uns Softwareprodukte anschauen, mit der eben alles, was mit der DSGVO oder mit dem Datenschutz, mit dem Thema IT-Sicherheit eben gut dokumentiert werden kann. In vielen Betrieben ist es nach wie vor so, dass derartige Dokumentation in Word und in Excel gemacht wird, was auch grundsätzlich in Ordnung ist. Wir wollen das auch gar nicht brandmarken, dass das irgendwie ein schlechter Weg ist. Nur es ist möglicherweise auch nicht der optimale Weg. Und da gibt es einfach spezielle Software, die einem eben die Arbeit erleichtert. Ich würde sogar so weit gehen und sagen, zum Teil erheblich erleichtert, weil dadurch eben gewisse Dinge einem abgenommen werden, beziehungsweise man muss sich schlicht und ergreifend nicht selber machen. Deswegen eine derartige Software ist nicht notwendig, aber eben sehr hilfreich. Was schauen wir uns denn jetzt nun an, wenn wir uns eine derartige Software anschauen? Also was sind unsere Kriterien? Oder anders formuliert, taugt die Software etwas? Bevor wir jetzt hier den ein oder anderen Kriterienpunkt aufzählen, sei natürlich kurz erwähnt, unser Kriterienkatalog, den wir im Vorfeld mal erstellt haben, den hat zuerst der Michael erstellt für sich, dann habe ich den für mich erstellt und dann haben wir diese beiden Kriterien auch quasi zusammengeworfen, um so dieses Gesamtbild zu haben. Das werden wir jetzt nicht hier eins zu eins durchdeklinieren und wir machen ja in unseren Videos auch mit Absicht keine Präsentation unseres Kriterienkatalogs, so unter dem Motto, diese eine Software hat 36 Punkte bekommen und die andere hat aber 42 Punkte bekommen. Genau das wollen wir ja nicht, aber nichtsdestotrotz haben wir uns natürlich im Vorfeld mal überlegt, was interessiert uns denn? Genau, wir haben ja auch im Grunde, wenn man so will, sehr viele Punkte uns überlegt und aufgeschrieben. Und wenn man das alles im Einzelnen dann bei jeder Software durchgehen würde, dann hätten wir keine 20, 30 Minuten an Videomaterial, sondern wahrscheinlich das Doppelte, Dreifache, Vierfache. Und das würde natürlich den Rahmen sprengen, was nicht heißt, dass wir nicht im Einzelfall und auf Wunsch der User vielleicht oder wenn es vom Hersteller gewünscht ist etc., dann, dass wir vielleicht uns die eine oder andere Software nochmal tiefer anschauen. Warum nicht? Aber im ersten Step sozusagen haben wir uns überlegt, für jede Software so 20, maximal 30 Minuten. Und das ist doch knapper, als wir uns so am Anfang dachten. Also das kann theoretisch leicht aus dem Ruder laufen. Man kann über viele Software sehr viel sagen und auch länger als eine halbe Stunde reden. Aber ich denke, die Begrenzung auf 20, 30 Minuten ist schon okay für das Format. Genau. Das erste Kriterium, was wir uns natürlich immer anschauen, ist, wie intuitiv oder auch nicht intuitiv ist denn die Software zu bedienen? Weil das natürlich der Punkt ist, womit man als erstes in Berührung kommt, wenn man eine Software startet. Kommt man schnell mit der Software klar oder kommt man nicht schnell mit der Software klar? Und dazu kann ich auch sagen, ich persönlich versuche mit der Software erst einmal klarzukommen, ohne in eine Bedienungsanleitung reinzuschauen oder ohne mir irgendwelche YouTube-Videos anzuschauen, wo derartige Dinge vielleicht erklärt werden. Ich versuche bei den Produkten immer mit einem möglichst naiven Blick auf die Produkte draufzuschauen und nicht mit einem schon wissenden Blick. Ich weiß nicht, wie machst du das, Michael?
Im Grunde ganz genauso. Also ich setze mir sozusagen die Brille auf eines Datenschutzbeauftragten oder eines sonst wie für den Datenschutz im Betrieb Verantwortlichen und bin jetzt auf der Suche nach der Software, die mir in Zukunft dann helfen soll. Und so ähnlich mache ich das auch bei neuen Elektrik- oder Elektronik-Teilen und Hardware und Fernseher und was weiß ich alles, was ich mir anschaffe. Wenn ich das nicht ohne Bedienungsanleitung an den Start kriege, dann ist das schon der erste Minuspunkt sozusagen, dann ist das schon der erste Wermutstropfen. Bei der Software bin ich ähnlich dran gegangen. Denn wenn ich erstmal groß suchen muss und auch nach einer halben Stunde noch nicht so richtig warm geworden bin mit der Software, dann ist da, entweder bin ich dann völlig blöd, was ich auch nicht ausschließen will, oder die Software macht irgendwie ein bisschen was falsch. Insofern finde ich, ist das der erste Punkt, aber und auch gar nicht so der unwichtigste. Nee, auf jeden Fall. Man muss mit so einer Software sich auch einigermaßen wohlfühlen. Dann, was wir uns natürlich anschauen, beziehungsweise das wissen wir in der Regel im Vorfeld natürlich schon, wenn wir den Hersteller anschreiben, weil wir gucken natürlich schon auf die Webseite der Hersteller. Handelt es sich dabei um eine Cloud-Lösung oder Software-as-a-Service-Lösung, beziehungsweise um eine lokal installierte Anwendung? Weil wir hier natürlich ganz klar wissen, es gibt einige Menschen, für die kommt eine Cloud-Lösung einfach grundsätzlich überhaupt nicht in Frage. Wohingegen andere sagen, eigentlich finde ich eine Cloud-Lösung sogar sehr, sehr gut, weil sie mir gewisse Dinge gegebenenfalls auch abnimmt, Stichwort Backup beispielsweise und ähnliches. Dann, was uns natürlich ganz maßgeblich unter anderem interessiert, ist das Lizenzmodell und den Preis. Preis ist, glaube ich, relativ leicht zu verstehen. Was kostet die Software pro Zeitraum? Oder gibt es vielleicht keine Begrenzung im Zeitraum? Und beim Lizenzmodell zum Beispiel die Frage, wenn ich externer DSB bin, kann ich mit dieser Software nur einen Kunden betreuen? Oder muss ich beispielsweise für jeden meiner Kunden eine eigene Lizenz bezahlen und dann natürlich entsprechend die Kosten, die dadurch natürlich dann gegebenenfalls in die Höhe gehen. Funktionsumfang, da sagen wir aber gleich noch mal ein bisschen was dazu. Klar, man will natürlich so ein bisschen wissen, wie funktional ist denn diese Software? Das schaut man sich natürlich um. Ein kleiner Spoiler, wir haben bei unseren bisherigen Tests schon eine ziemliche Bandbreite gesehen, gerade was die Funktion und die Herangehensweise angeht, und auch was die Lizenzmodelle angeht. Also da gibt es, von bis. Ja, genau. Und gerade wenn es natürlich um die Funktionen geht und dann geht es natürlich unter anderem natürlich ganz, ganz maßgeblich um die Frage, wie kann man mit der Software seine Dokumentation führen? Also, wie wird das Verarbeitungsverzeichnis geführt? Habe ich in der Software ein komplett leeres Verarbeitungsverzeichnis und muss wirklich bei Adam und Eva anfangen? Oder gibt es in der Software bereits entsprechende Vorlagen für ein Verarbeitungsverzeichnis? Weil natürlich gibt es gewisse Verarbeitungsprozesse, die einfach in sehr, sehr vielen Unternehmen auch sehr ähnlich ablaufen. Nicht im letzten Detail, aber zumindest grundsätzlich sehr ähnlich ablaufen. Gibt es da Vorlagen für derartige Dinge? Das gilt nicht nur für das Verarbeitungsverzeichnis, sondern natürlich auch für die technisch-organisatorischen Maßnahmen. Auch da ist es natürlich ungemein praktisch, wenn es da entsprechende Vorlagen in der Software gibt. Mitarbeiterschulungen, naja, nicht selten möchte man Mitarbeiter schulen, insbesondere im Bereich IT-Security, Awareness, wie ist mit personenbezogenen Daten umzugehen. Und da ist es in der Tat so, dass einige Softwareprodukte da schon Lösungen anbieten, sei es nur die Protokollierung, welche Mitarbeiter wurden geschult, aber zum Teil auch wirklich komplette PowerPoint-Sätze mitliefern, so dass man innerbetrieblich direkt diese PowerPoint-Sätze benutzen kann, um beispielsweise Schulungen durchzuführen oder auch eigene E-Learning-Lösungen mitbringen, um die eigenen Mitarbeiter zu schulen. Dann haben wir die Datenschutzfolgeabschätzung. Ist das in der Software möglich? Wenn ja, wie ist das dann möglich? Beziehungsweise ist da eine Anbindung an andere Softwareprodukte möglich, wenn es um eine Datenschutzfolgeabschätzung geht? Insbesondere die Datenschutzbehörde aus Frankreich, die
eng zusammengearbeitet hat, auch mit den bayerischen Landesdatenschützern. Da gibt es ja eine sehr, sehr häufig verwendete Software. Ich glaube, man kann in der Tat sagen, das ist so etwas wie die Standardsoftware, wenn es um das Thema Datenschutzfolgeabschätzung geht. Gibt es da möglicherweise eine Zusammenarbeit? Vielleicht noch kurz der Hinweis für die, die es nicht wissen, das ist die PIA-Software, der CNIL, C-N-I-L. Wenn man das bei Google eingibt, kommt man sehr schnell auf die entsprechende Internetseite, kann sich die Software runterladen, inzwischen auch deutsche Sprachversionen und Freeware, also völlig kostenfrei nutzbar und nicht zuletzt deswegen auch so gut und so oft genutzt. Nicht nur, dass es Freeware ist, es ist, glaube ich, sogar ein Open-Source-Projekt. Man kann auch den Quellcode auf GitHub, glaube ich, einsehen, kann dort also auch Vorschläge einbringen, beispielsweise, wenn an der Übersetzung vom Französischen ins Deutsche einem etwas nicht gefällt. Ist eine sehr, sehr leistungsfähige Software. Läuft als Java-Applikation unter Mac OS X, unter Windows und soweit ich weiß sogar unter Linux, wenn ich mich nicht täusche. Ist also wirklich nicht umsonst quasi die Standardsoftware, wenn es um DSFAs geht. Ja, dann, es kann jedem mal treffen, dass es eine Datenpanne gibt. Wie kann man etwas derartiges dokumentieren? Auch da bieten die Softwareprodukte unterschiedliche Lösungen an, wie man so etwas dokumentieren kann. Zum Teil kann man aus den Softwarelösungen auch mehr oder weniger direkt auch den Landesdatenschutzbeauftragten anschreiben. Man findet über die Software direkt den dazugehörigen Link auf der Webseite des Landesdatenschutzbeauftragten. Also da gibt es durchaus pfiffige Dinge, mit denen man also auch bei der Datenpanne, und man hat ja immerhin nur 72 Stunden, um das Ganze zu melden, dass man dort quasi, nicht unnötig nervös wird, sagen wir es mal so. Dann natürlich ganz wichtig die betroffenen Rechte. Jemand schreibt einem einen mehr oder weniger freundlichen Brief und sagt einem, ich möchte mal gerne wissen, was habt ihr denn alles für personenbezogene Daten über mich erfasst? Auch dort hat man nur ein begrenzt langes Zeitfenster von 4 Wochen beziehungsweise von 8 Wochen, so dass man dort also auch in dieser Software das gegebenenfalls, wenn die Software das denn unterstützt, wenn es dafür Lösungen gibt, dass man dort also auch seinen zeitlichen Rahmen gut einhalten kann. Ja, haben wir noch irgendwas? Wir haben natürlich noch viel mehr Kriterien, aber das sind jetzt mal, glaube ich, erstmal so die wichtigsten, ne? Genau. Oder habe ich was wichtig, oder haben wir hier was Wichtiges auf unseren Folien vergessen, was dir jetzt beim Reden eingefallen ist? Das waren die wichtigsten Stichpunkte. Wie gesagt, wir haben es noch ein bisschen detaillierter für uns selber mal aufgeschrieben und gehen da auch ein bisschen detaillierter noch dran, wenn wir uns die Software anschauen. Aber wie gesagt, es ist, es findet dann letztendlich das Substrat sozusagen Eingang in die Videos aufgrund der Zeitproblematik. Oder was heißt Problematik? Aufgrund der zeitlichen Grenze, die wir uns jetzt für den ersten Step mal gesetzt haben. Genau. Dann wollen wir jetzt hier noch einen kurzen Ausblick geben. Wo geht denn das ganze Projekt hin? Was wollen wir denn in Zukunft noch machen? Naja, also zum einen mal, weitere Software-Tests sind bereits in der Warteschleife. Wir haben mit den Herstellern schon gesprochen. Manche Hersteller sagen auch, gar kein Problem, könnt ihr gerne haben. Aber in 4 Wochen gibt es ohnehin beispielsweise eine neue Software-Version. Dann gibt es für beide Parteien keinen Sinn, dass wir das quasi jetzt noch testen und jetzt noch was dazu machen. Da gibt es in der Tat der ein oder andere Hersteller, der uns da jetzt quasi so auf Hold gesetzt hat. Aber da wird es jetzt sicherlich die nächsten Wochen noch eine ganze Reihe von derartigen Software-Tests geben. Ja. Wenn ihr Software habt, von der ihr wollt, dass wir sie mal testen und mal unter die Lupe nehmen, dann schreibt uns das gerne in die Kommentare rein. Dann nehmen wir Kontakt mit dem Hersteller auf. Und natürlich, wenn in den YouTube-Kommentaren oder auch in den sonstigen Kontaktmöglichkeiten zu uns jemand quasi fordert oder sich einen derartigen Test wünscht, dann haben wir natürlich bei den Herstellern gegebenenfalls auch nochmal ein zusätzliches Argument, dass der Hersteller sagt, ja, okay, finden wir auch eine gute Idee. Dann wird es zum Teil auch vertiefende Tests geben, gemeinsam mit den Herstellern. Also die Hersteller schauen sich ja unsere Videos durchaus auch an
Und da kann es natürlich auch mal sein, dass wir bei unserem ersten Blick auf die Software vielleicht auch mal eine Funktion übersehen haben. Oder der Hersteller dann auch sagt, ja, ist ein guter Tipp, machen wir in Zukunft. Und da wollen wir auch mit den Herstellern dann ins Gespräch kommen. Und auch da ist schon etwas geplant, dass wir dann eben nicht über eine Software reden, zu zweit, sondern ja, mit jemandem, der verantwortlich für das Softwareprodukt ist, über die Software reden. Auch da haben wir das ein oder andere in der Warteschleife, in der Pipeline. Genau, manche Sachen haben wir einfach entweder gar nicht angesprochen, weil wir es nicht mit reingepackt haben, weil es uns vielleicht nicht wichtig genug erschien, oder manche Sachen haben wir nicht genau genug beschrieben, wie es der Hersteller dann vielleicht sich gewünscht hätte. Aber das ist ja kein Problem. Dafür gibt es ja das Medium YouTube und wir sind da auch gesprächsbereit, haben wir von Anfang an mit den Herstellern so besprochen. Und diejenigen Anbieter und Hersteller, die das wünschen, mit denen nehmen wir gerne gemeinsam auch Videos auf und schauen vielleicht nochmal vertiefend auf die Software, was dann natürlich eine etwas andere Herangehensweise ist, als wenn wir ein nur vom Hersteller produziertes Produktions- oder Werbevideo haben. Ne? Wir sind ja quasi mit unseren objektiven Blicken dann trotzdem dabei. Aber können ja nicht ausschließen, dass wir vielleicht im ersten Step jetzt tatsächlich das eine oder andere nicht ganz so genau betrachtet haben oder nicht erwähnt haben, weil es eben in die zeitliche Begrenzung nicht reinpasste. Naja, und muss man ja auch ganz ehrlich sagen, wir sind ja auch nicht frei von Fehlern. Also Nein. Es kann natürlich auch mal sein, dass wir in einer Software sagen, es finden wir doof, dass diese Funktion nicht drin ist. Und der Hersteller kratzt sich am Kopf und sagt, natürlich ist die da drin, ihr habt sie nur nicht gefunden. Manchmal sitzt der Fehler ja vor dem Gerät. Ne, genau, manchmal sitzt der Fehler vor dem Gerät. In dem Fall sind es zwei Fehler, die vor dem Gerät sitzen. Dann ist das ja alles nicht schlimm, ist ja alles menschlich. Und dann kann man ja miteinander ins Gespräch kommen. Und dann freuen wir uns auch, mit dem Hersteller gemeinsam ein weiteres Video aufzunehmen, dann eben ein Video zu dritt, wo der Hersteller dann sagt, habt ihr nicht gefunden, da ist es. Ja? Und dann kann man natürlich immer noch so ein bisschen naiv fragen, naja, wenn wir es nicht gefunden haben, hätten es andere vielleicht auch nicht gefunden, aber ist ja erstmal so. Ist ja letztendlich, davon profitieren ja beide Parteien, nicht nur wir, sondern auch die Hersteller, beide kriegen in beide Richtungen Feedback. Und so soll es ja auch sein, so haben wir das von Anfang an eigentlich auch uns gewünscht. Genau, so. Das ist jetzt mal hier so ein Überblick über dieses Projekt. Ja, wir reden schon wieder ganz schön lange, wie ich gerade auf der Uhr sehe. Ja. Deswegen machen wir jetzt hier bei diesem Video auch einen Deckel drauf. Wie immer, wenn ihr Fragen habt, wenn ihr Anregungen habt, wenn ihr Dinge wissen wollt, dann schreibt sie unten in die Kommentare hinein. Wir freuen uns über Kommentare, wir lesen sie alle und zwar höchstpersönlich und lassen eure Kommentare, euer Feedback dann auch in die nächsten Videos mit einfließen. Wir freuen uns über jedes Feedback. Ansonsten gebt diesem Video gerne einen Daumen rauf. Falls ihr den Kanal noch nicht abonniert habt, jetzt ist der ideale Zeitpunkt. Drückt auf den Abonnieren-Knopf, dann verpasst ihr keine Videos mehr in Zukunft. Ja, lieber Michael, ich bedanke mich bei dir für diese gemeinsamen 20 Minuten, in denen wir jetzt hier dieses Video aufgenommen haben. Ich freue mich schon auf das nächste Video und ich sage einfach mal ciao, ciao. Bis bald.